Hallo Menschen, heute möchte ich euch so gewisse Ziele vorstellen, die ich, was meine Lektüre betrifft, für das Jahr 2016 habe. Es soll nicht so was Präzises sein, wie ich möchte 10 Klassiker lesen, wie ich mir das tatsächlich Anfang 2015 mal vorgenommen hatte, sondern mehr so Allgemeines. Ich werde gleich drauf eingehen. Und was dieses Jahr auch fehlt, ist so eine Sache wie, ich möchte mindestens 10 Sachen von POC-Autoren lesen, also Persons of Color, weil ich im Jahr 2015 durch verschiedene Diskussionen mitgekriegt habe, wie fragwürdig das eigentlich ist. Also wenn man eine Person so allein auf ihre Hautfarbe am Ende reduziert und sagt, ja, dich hake ich jetzt ab, weil da habe ich einen schwarzen Autor gehabt. Ja, das habe ich halt dieses Jahr gelernt. Ich meine, ich möchte vielseitig lesen, aber das muss man ja vielleicht nicht unbedingt an Hautfarbe oder vielleicht auch sowas wie LGBTQ-Autoren machen. Das soll dann im besten Fall mit der Zeit natürlich kommen und da habe ich jetzt nicht mehr so feste Zahlen, Vorgaben, was ja auch sinnlos ist. Dann ist ja ein Unterschied, ob man 10 von 50 oder 10 von 150 liest. Und ja, ihr werdet gleich sehen, was ich mir stattdessen vorgenommen habe. Das erste ist eher so was ganz Allgemeines. Ich möchte mir endlich einmal aufschreiben, was ich alles für Bücher ausgebe. Ich habe da überhaupt kein Gefühl dafür. Ich weiß, dass es viel sein wird. Das ist auch in Ordnung für mich. Ich habe jetzt keine Obergrenze, bei der ich sage, mein Gott, na, da müssen wir jetzt aber aufhören. Aber es interessiert mich halt einfach. Ich möchte gerne bewusst konsumieren und habe wirklich keine Ahnung, wie viel Geld da so pro Jahr rauswandert. Mein zweiter Punkt könnte auf den ersten Blick dem ersten etwas widersprechen, denn ich möchte mir, wenn ich mir etwas kaufe, auch nicht nur aufs Geld schauen. Der Punkt ist dadurch entstanden, dass ich ganz oft, wenn ich so Mitte, Ende des Monats mir sagte, ach, du hast dir diesen Monat noch nichts gekauft, guck doch mal deine Sachen durch, kannst dir noch was leisten. Und dann gehe ich mit meinen Listen an den Computer und es gibt so 5 Titel, die ich immer wieder am Anfang anschaue und sage, ach, das wäre schön. Und dann sage ich mir, oh nee, die sind ja doch noch ganz schön teuer oder das wäre ein Import, das englische Buch ist teurer als das deutsche, bla bla bla. Und dann nehme ich die nicht und kaufe mir stattdessen, keine Ahnung, 2 Taschenbücher, 3 Mängelexemplare oder sowas. Und ich glaube, wenn ich mir aber doch halt mal das eine Buch bestellen würde, auf das ich jetzt gerade wirklich Lust habe, dass dann auch erstens nicht so lange Bücher bei mir herumstehen und dass ich mir, wenn ich dann eher so auf Mängelexemplare und sowas zurückgreife, manchmal auch Sachen kaufe, die ich mir sonst einfach nicht gekauft hätte, wo ich mir sage, ach, jetzt ist es so billig, na dann nimmst du es mal mit, aber an sich hättest du es ja eigentlich nicht gekauft. Und davon möchte ich ein bisschen wegkommen. Also wenn ich mich halt gerade für ein gebundenes Buch interessiere, dann kaufe ich mir das mal und dann ist es halt das eine Buch pro Monat statt 3 oder so. Und ja, ich möchte mehr wirklich das kaufen, auf was ich Lust habe, nicht nur aufs Geld gucken. Ja, mal gucken, wie sich das dann am Ende so ausbalanciert. Ist das erste Jahr, wo ich mir das mal direkt vornehme, denn sonst habe ich immer gespart, gespart, gespart irgendwie. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Das dritte ist auch so ein sehr allgemeines. Ich möchte weiterhin und gerne noch mehr einfach vielfältig lesen. Das heißt wirklich aus allen möglichen Ecken, egal ob das inhaltlich ist oder von den Herkunftsländern der Autorin. Es soll jetzt auch nicht auf Teufel komm raus sein. Also wenn ich nun gerade Lust habe auf das Buch eines männlichen, weißen, 14-jährigen US-Amerikaners, dann gerne her damit. Aber im Großen und Ganzen fände ich es ganz schön, wenn ich ein paar mehr Frauen lesen würde und einfach auch vielleicht aus den vielen Ländern, die ich dieses Jahr zum Beispiel hatte, aber nicht nur einen Autor oder ein Buch habe, sondern ja, ein bisschen wegkommen von diesem okay, USA, Großbritannien geprägten Markt. Deutsches zu lesen finde ich ganz in Ordnung, denn so unglaublich viele machen das gar nicht. Also, dass es am Ende dann halt auch einen großen Prozentsatz ausmacht. Aber allgemein eine schöne Vielfalt, das würde mir wirklich gefallen. Und dieser Punkt widerspricht sich leider wirklich auch mit dem kommenden, denn ich möchte ein wenig an meinem Stapel ungelesener Bücher arbeiten. Grundsätzlich bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon, ungelesene Bücher zu Hause zu haben. Mich beruhigt das. Ich habe auch immer diese paranoide Angst, es könnte ja mal was passieren. Ich habe vielleicht kein Geld mehr, verliere meine Arbeitsstelle, man muss irgendwie Geld in eine Krankheit stecken oder so. Und dann fände ich es ganz schön, Bücher zu Hause zu haben. Man kann natürlich immer in die Bibliothek gehen, aber wie gesagt, ich finde es ganz beruhigend, dass ich aufstehen kann. Hier habe ich eine Auswahl, da kann ich mir was von nehmen. Aber mein Sub hat aktuell Maße angenommen, die mir Unwohlsein bereiten. Das gefällt mir nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich kaufe oder bekomme mehr Dinge geschenkt, als ich sie dann wirklich auch lese. Das mag ich nicht. Ich möchte auch lieber die Bücher schneller lesen, die ich mir kaufe. Also wenn ich mir etwas in einem Monat kaufe, wäre es schön, wenn ich es spätestens im nächsten eigentlich gelesen habe. Sonst vergammeln die da dann so jahrelang auf dem Sub. Gefällt mir nicht besonders. So, und worauf ich hinaus möchte. In meinem Sub stehen leider überwiegend Männer, überwiegend westliche Autoren und überwiegend nichts Besonderes. Also ja, ich blende euch am besten Fall jetzt nochmal so eine kleine Regal,
Tour ein, denn das ist schon relativ viel. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, ihr wisst, was ich meine. So, hier wäre dann jetzt mein Stapel ungelesener Bücher, der kein wirklicher Stapel ist. Und diejenigen, die so hier herausgezogen sind, wie das hier, das sind alles weibliche Autoren. Das heißt, ihr seht schon, die sind sehr unterrepräsentiert. Ich fahre hier mal entlang. Und die nächste Zeile. Da haben wir ein paar Damen, immerhin. Jo, und das war's auch schon. Also ihr seht schon, nicht allzu viel Besonderes, nicht viele Damen, ziemlich viel so Normales halt. Ja. Also nicht besonders Vielfältiges, wie ich es mir im Punkt zuvor vorgenommen habe. Ja, mal schauen, wie ich das dann ausbalanciere, wie schnell ich den Sub abbaue und wie viel ich mir dann vielleicht anderes kaufen darf. Es sind ja alles auch so selbst aufgelegte Sachen. Wenn ich halt am Ende des Jahres dann doch noch einen Sub habe, der genauso hoch ist, wäre ich zwar nicht glücklich, aber davon geht die Welt auch nicht unter. Das nächste sollte relativ leicht zu erreichen sein, denn das tut mir sogar gut. Ich möchte bei Comics, die ich ja sehr, sehr mag, aber etwas mehr auf vielleicht so die Kunst und die Qualität achten. Ich habe dieses Jahr auch einiges probiert, zum Beispiel Deadpool nochmal eine Chance gegeben und so Superhelden-Comics, weil halt nächstes Jahr ein Film rauskommt und für die Dauer eines Films finde ich die auch ganz nett, aber in Comicform haben die mich so oft enttäuscht. Und nicht nur enttäuscht, sondern ich war regelrecht genervt dann davon. Ich fand das richtig schlecht. Teilweise die Zeichnungen waren unter aller Sau. Und da ist halt sowas wie Ein Frühling in Tschernobyl, was ich letztes vor kurzem las, oder Die Rückkehrer viel, viel besser. Das ist halt dann wirklich schon, jetzt klinge ich wieder so arrogant, aber schon richtige gute Literatur. Und da möchte ich mehr hin. Es gibt ja eine ganze Menge, die auch wirklich so künstlerisch sehr, sehr interessant, innovativ und so sind. Ja, das sollte aber, glaube ich, nicht so schwierig sein. Und dann habe ich doch noch ein etwas spezifisches Vorhaben, denn eigentlich sind die Regale hinter mir voller gelesener Bücher und meine ungelesenen sind an einem anderen Ort. Aber es gibt ein paar Ausnahmen, die ich schon ins Regal gestellt habe, weil ich sie so hübsch finde. Und das ist jetzt, glaube ich, schon bei allen über ein Jahr, dass ich die nicht gelesen habe und dass die im Regal stehen und das gefällt mir nicht. Das Regal hinter mir sollen die gelesenen Bücher sein und deswegen habe ich ein paar Bücher, die ich dieses Jahr quasi endlich mal, weil sie schon im Regal stehen, lesen möchte. Und zwar handelt es sich dabei um diese Märchensammlung zuerst. Da gehört noch ein drittes dazu, die chinesischen Märchen, die ich aktuell lese. Ich habe dann hier noch die afrikanischen und die nordamerikanischen. Außerdem habe ich auch immer noch ungelesen hier diese zwei Bücher aus der, ich glaube, Skandalreihe oder so, American Psycho und Betty Blue. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei Betty Blue weiß ich nicht einmal mehr, um was es ging. Wegen der Gabe hier könnte ich irgendwie an Kannibalismus denken, aber ich habe gar keine Ahnung. Also da muss ich mal schauen. Von den drei Word Cloud Classics, die ich besitze, ist das einzige ungelesen noch Great Expectations von Charles Dickens. Und außerdem habe ich dann noch zwei ganz fette gesammelte Werke von Stefan Zweig und Oscar Wilde. Die muss ich insofern nicht ganz komplett lesen, denn bei beiden las ich schon mal etwas, aber das sind natürlich trotzdem ganz schöne Klopper. Und allgemein, wenn ich mir jetzt diesen Stapel ansehe, dann ist das schon ein kleines Vorhaben, denn also die allein kosten schon einige Zeit, aber es wäre ganz nett, wenn ich das so über das Jahr hinweg schaffe. Was für mich nicht ganz so wichtig ist, aber schön wäre, ist, dass ich ein paar offene Serien beende. Wo es relativ leicht wird, denke ich, ist Ancillary Justice, denn da fehlt mir nur noch eines in der Trilogie und ich bin auch sehr gespannt, wie es endet. Ich hätte dann hier aber auch noch die Lange Erde-Reihe, bei der ich weiß, dass es schon einen letzten oder einen nächsten gibt und mir nicht sicher bin, ob es der letzte ist, da ja Terry Pratchett dieses Jahr leider von uns gegangen ist. Es gibt diesen nächsten Teil auch schon, aber nicht in der kleinen Taschenbuchvariante. Der kommt, glaube ich, im Februar raus. Das sollte also auch nicht so schwierig sein. Und das definitiv das Schwierigste, das ist die Hexerreihe. Ich weiß nicht, ob ich die komplett beende, aber ich möchte auf jeden Fall weiterlesen. Ich habe jetzt zwei aus der Reihe gelesen, noch nichts von den Kurzgeschichten und bin auch noch interessiert genug, dass ich denke, ja, so drei könnte man schon schaffen. Und dann, wenn man drei schafft, dann hat man schon fünf. Ich glaube, sechs sind die Romane. Dann könnte ich wenigstens die Romane dieses Jahr lesen vielleicht. Aber wie gesagt, das steht nicht so ganz oben auf meiner Liste. Ja, und etwas, was ich natürlich schon mehrere Male beendet habe, ist die Harry Potter-Reihe. Die begann ich aber dieses Jahr nochmal neu zu lesen, so im Frühling oder Sommer. Und hörte aber nach Band 3 leider auf. Und das fühlt sich jetzt so unvollendet an, dass ich die gerne auch nochmal mit reinschieben würde. Die dauern ja eigentlich auch nicht besonders lang. Wie gesagt, ich habe die bestimmt alle schon 10-mal und eigentlich Band 5 und 6 sogar öfter gelesen. Ja, würde ich aber gerne abschließen nochmal. Dann gibt es so ein paar Sachen, die schweben mir schon ewig im Hinterkopf. Ich glaube nicht, dass es die so mit der Menge alle jetzt angehen kann, aber das sind so Sachen wie Schuld und Sühne, wollte ich schon immer lesen. Auch Der Mann ohne Eigenschaften steht sogar schon ungelesen bei mir herum. Ich las noch nie etwas von Tolstoi und Virginia Woolf. Das würde ich gerne ändern. Ja, das ist jetzt kein Muss für 2016, aber irgendwann
irgendwann muss es schon mal sein für mich zumindest. Und als letztes möchte ich euch dann noch von Chrissys Lese-Challenge erzählen. Was genau das ist und welche Themen es gibt, solltet ihr euch lieber selber klären. Es ist auf jeden Fall unten verlinkt. Und die finde ich aber so angenehm, weil einerseits die Themen, die sie schon vorgibt, sind interessant, aber sie sieht das nicht so eng. Man soll da auch gerne etwas kreativ werden und das für sich selber interpretieren. Zum Beispiel bei Dezember steht bis jetzt drin eine weihnachtliche Geschichte. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf, aber da kann ich mir bestimmt irgendwas ausdenken. Weihnachten hat was mit Religion zu tun. Dann kann man zum Beispiel auch ein religionskritisches Sachbuch lesen oder in irgendeinem Buch wird bestimmt auch mal was mit Religion vorkommen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das mag ich halt so. Bei einigen habe ich schon feste Ideen, was ich lesen möchte für die Monate. Ja, das ist halt eher so ein bisschen offen und dass man ja so ein bisschen ein kleines Ziel hat. Ich glaube eher in Spaß, ins Spiel, wo man sich dann vielleicht unter ihren Videos auch austauschen kann. Ja, also nichts so irgendwie, wo man so gedrillt war, du musst jetzt das und das lesen und das finde ich sehr angenehm. So, das sind alle so literarischen Ziele für 2016. Ich habe mir noch nie so gute Vorsätze fürs normale Leben vorgenommen, aber was Literatur betrifft, möchte ich das schon nicht so ganz unbewusst konsumieren, sondern immer mal mich daran erinnern, was liest du eigentlich, in welche Richtung geht das? Und deswegen finde ich da so zumindest gewisse Richtungen, in die man arbeiten möchte, eigentlich ganz nett. Ich weiß von einigen von euch schon, dass sie das überhaupt nicht machen, dass sie wirklich nur lesen wollen, auf was sie jetzt gerade Lust haben. Ich meine, darauf sollte es auch hinauf. Ich möchte mich zu nichts zwingen, aber man kann ja auch aus anderen Bereichen wählen, aus denen man vielleicht sonst so wählt und ja, das einfach ein bisschen bewusster machen. Wer sowas für totalen Schmarrn hält, kann mir das auch gerne mal schreiben. Ich glaube nicht, dass ich das deswegen ändern möchte. Ich möchte ja auch euch nicht ändern, dass ihr euch jetzt irgendwie Ziele vornehmen müsstet, sondern ich mache das, weil mir das dann besser gefällt. Und das war dann eigentlich auch schon alles, was ich für dieses Video mitteilen möchte. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.